Das ist natürlich kein Heiligenschein, sondern einfach nur eine Lampe, die über mir leuchtet. Aber ich bin gerade in meinen heiligen Hallen, sprich der Raum, wo die Inkubatoren stehen. Und da wollte ich doch mal ganz kurz reinschauen, was so geht. Was Brutgeräte angeht, gibt es eigentlich nur eine wirklich gute Firma, die Inkubatoren für Schildkröteneier herstellt. Das ist die Firma Jäger, die es leider so nicht mehr gibt. Deshalb gucke ich immer auf dem Gebrauchtmarkt, ob da noch irgendwo Geräte unterwegs sind, die ich dann auf Halde lege, falls mal eins der Geräte kaputt geht. Ja, der Vorteil ist ganz einfach. Ja, dass man einen entsprechenden Deckel hat, dass die Wärme auch von oben kommt, genauso wie man es auch von der Natur her kennt. Weil eine Heizspirale unter den Eiern macht wenig Sinn, weil die Sonnenstrahlung nun mal von oben kommt. Ansonsten, dieses Gerät hier ist mit einem sogenannten Feuchtbrutset belegt. Das heißt, dieses Grüne, was ihr da unten seht mit den Rillen, das kann man mit Wasser voll machen, damit die Feuchtigkeit der Luft im Brüter dann noch erhöht wird. Ja, ich mache das Ganze mal offen. Ich habe hier noch ein digitales Thermometer, um zu überprüfen, welche Temperatur gerade herrscht. Hier oben sind ein paar Emidura-Eier. Und hier haben wir eine gewöhnliche Moschusschildkröte, die am Schlüpfen ist. A few moments later und siehe da, man kann schon deutlich erkennen, der kleine Zwerg guckt hier aus dem Ei raus, schaut sich die Umgebung an und am einfachsten ist es natürlich, den kleinen Spatz jetzt ganz alleine zu lassen. Deshalb setze ich das Ei wieder hier unten rein und warte einfach bis heute Abend. Dann wird der Schlüpfling hoffentlich komplett das Ei verlassen haben. Und dann geht es auch zu den Geschwistertieren. Bei der gewöhnlichen Moschusschildkröte haben wir dreistellig Nachzuchten im Jahr. Das liegt einfach daran, dass wir eine relativ große Zuchtgruppe haben. Und die gewöhnliche Moschusschildkröte bei Anfängern in der Terroristik, aber auch bei Profis sehr beliebt ist. Zum einen sind die Schildkröten sehr kleinbleibend und zum anderen mögen sie auch nicht unbedingt Aquarienpflanzen zu fressen. Das macht die Gestaltung von Becken durchaus einfacher. Und zu guter Letzt sind die Schildkröten sehr pflegeleicht. Das bedeutet, wenn die Wasserwerte mal nicht stimmen oder der Wasserstand nicht richtig oder man füttert sie mal mit etwas anderem, als sie gewohnt ist, dann quittiert die Schildkröte das nicht mit Sterben, sondern sagt, okay, ich probiere es mal aus und ach, guck an, so kann ich ja trotzdem leben. Also alles in allem eine super Schildkröte für jedermann und wenn ihr Lust habt auf weiteren Content dieser Art, dann abonniert den Kanal.